Jetzt bleiben Sie aber mal stehen! Können Sie vielleicht mal Ihre Hand da wegnehmen? Ja, damit Sie wieder weglaufen, ne? Also wenn Sie nicht sofort Ihre Hand da wegnehmen, dann schrei ich hier alles zusammen. Aber Sie versprechen mir, hier zu bleiben. Aber natürlich. Warum auch nicht? So. Und jetzt erklären Sie mir mal bitte, warum Sie mir da vorne mit Ihrem Schlüssel einen Kratzer in meine Kühllaube gemacht haben. Aber das ist ja wohl ganz klar, oder? Sie haben mit Ihrem Wagen den Bürgersteig so weit blockiert, dass ich auf die Straße ausweichen musste. Das macht man nicht. Ja, aber da können Sie doch nicht einfach... Kann ich nicht machen. Ja, und was soll ich dann bitte mit meiner schlechten Laune, die aus Ihrer Handlung resultiert, dann machen? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall... Es fängt schon wieder an. Ich krieg so richtig schlechte Laune. Oh, bitte nicht schlagen. Jetzt? Guten Tag. Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Können. Sie müssen mir helfen. Ich bin so komplett unzufrieden mit meiner Pflegeserie. Sie sehen ja, eine einzige Katastrophe. Dürfte ich fragen, in welcher Preiskategorie wir uns denn bewegen? Um eins klarzustellen, mir geht es in erster Linie um Qualität, nicht um den Preis. Also dann, gibt es für Sie eigentlich nur eine Wahl, jedenfalls, wenn Sie das Beste für Ihre Haut und Ihr Aussehen wollen? Das will ich. Und die Grundierung. Und denken Sie daran, den Mascara nicht zu dick auftragen, wie ich es Ihnen gezeigt habe. Ach, das Puder. Ach nee. Sehen Sie mal, Sie haben ja diese kleinen roten Lutscher hier. Die bekommt man ja so schwer. Bitte, nehmen Sie nur. So, das macht dann 425 Euro und sagen wir 400 Euro. Ach nee. Schauen Sie nur. Wie rot der Lutscher meine Lippen. Oh, entschuldigen Sie, das kriegen wir ganz sicher wieder weg. Nein, nein, Sie verstehen nicht. Das sieht fantastisch aus. Genau das hat mir gefehlt. Ach, wissen Sie was? Da braucht diesen ganzen Krempel gar nicht. Vielen Dank.